Millionen Kubikmeter Methangas strömen hier vom Grund der Ostsee an die Oberfläche. Was ist das und ist das gefährlich? In dieser Woche wurden 4 Lecks bei Gaspipelines entdeckt, die von Russland nach Deutschland führen. Hier sind die Lecks, bei den Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 in der Nähe der dänischen Insel Bornholm. ExpertInnen gehen davon aus, dass die Lecks durch Explosionen entstanden sind. Wer oder was dahinter steckt, ist noch nicht klar. Einige EU-Staaten sprechen aber inzwischen von Sabotage und schließen einen Unfall aus. Methan selbst ist zwar nicht giftig, aber ein Treibhausgas und damit schlecht fürs Klima. Bis die Lecks genauer untersucht werden können, wird es wohl noch einige Tage dauern. Denn solange Gas ausströmt, kommt niemand an die Pipelines heran.